Guck mal, da ist aber hoch. Herr Kollege, einen Moment mal bitte, bevor Sie anfangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt beim nächsten Tagesordnungspunkt. Würden Sie bitte entweder Platz nehmen oder den Saal verlassen, damit wir hier zügig weitermachen können. So, jetzt Herr Kollege. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren. Gerade fand hier in Berlin ein sogenannter kleiner Westbalkan-Gipfel statt unter Leitung von Merkel, Macron, aber ohne wichtige Balkanstaaten wie unsere Partner in Rumänien oder Bulgarien, ohne Österreich, ohne Italien, ohne Ungarn. Wie nicht anders zu erwarten war, das Ergebnis nahe null, Symbolpolitik außer Spesen, fast nichts gewesen, Nutzen für die EU, Nutzen für den Balkan, keiner. Die laufende Debatte zum Westbalkan zeigt drei Dinge. Erstens, die EU lernt nicht aus ihren Fehlern. Zweitens, es gelten Doppelstandards in der EU bei der Bewertung von Ländern. Und drittens, für uns sehr wichtig, die Menschen, meine Damen und Herren, die Menschen in der EU werden wie immer nicht gefragt. Die EU hat auch Sorgen mit anderen Ländern vom Balkan, akut mit Rumänien, zum Teil mit Bulgarien. Trotz CVM sind dort erhebliche Rückschritte in der Rechtsstaatlichkeit an der Tagesordnung. Allein diese Probleme müssten die EU davon abhalten, sich auf neue Abenteuer mit neuen Problemmitgliedern einzulassen, aber weit gefehlt. Am erschreckendsten ist jedoch etwas anderes. Der Faktor ökonomischer Nutzen für die EU spielt auf den zahllosen Konferenzen fast nie eine Rolle. Wenn die EU sich vor allem als Wirtschaftsgemeinschaft verstünde, dann würde sie gar nicht auf diesen absurden Gedanken kommen, Länder wie Albanien oder Nordmazedonien als Vollmitglieder in der EU aufzunehmen, vom Problemgebiet Kosovo ganz zu schweigen. Was, meine Damen und Herren, spricht aus ökonomischen Gründen dagegen, diesen Ländern des Westbalkans zunächst eine privilegierte Partnerschaft anzubieten? Das wäre fair, das wäre sinnvoll, aber wie argumentiert die EU bezüglich der Beitrittskandidaten? Die EU sagt, wenn die sechs Balkanländer nicht in die EU kommen, gibt es einen Massenexodus der Jugend in Richtung EU. Da frage ich mich, lesen eigentlich die EU-Funktionäre in Brüssel hin und wieder ihre eigenen Sachstandsberichte? Denn dann wüssten sie, dass dieser Exodus längst stattfindet. Für die AfD-Bundestagsfraktion ist der gesamte Westbalkan auf lange Sicht nicht geeignet als EU-Raum. Die EU schafft es ja nicht einmal, das Problem zwischen Serbien und dem Kosovo zu lösen. Fünf Länder der EU, darunter Spanien, einer unserer engsten Partner, haben das Kosovo nicht als Staat anerkannt. Und das wird bei Spanien wegen ihrer Katalonien-Frage sicherlich auch so bleiben. Man jubelt über die Namensänderung zu Nordmazedonien. Dies sei das wichtigste Hindernis, so die EU, vor einem EU-Beitritt. Und was ist mit Korruption, organisierter Kriminalität, Rechtsunsicherheit, fehlender Infrastruktur, fehlender Kaufkraft, fehlender Absatzmärkte? Alles, wie wir finden von der AfD, sehr wichtige Parameter. Ein Beitritt dieser Länder hat kaum einen ökonomischen Mehrwert für die Europäische Union, der ja ansonsten immer so stark beschworen wird. Es fehlt dem Westbalkan an allen Voraussetzungen für eine Vollmitgliedschaft. Der Jugoslawienkrieg ist lange noch nicht bewältigt. Das dauert mindestens noch Generationen, so die Sichtweise von Experten. In der Wirtschaft existieren ganz andere Strukturen und Mentalitäten, die man nicht bis 2025 oder 2030 an die EU-Standards anpassen wird können. Dann argumentiert die EU noch mit geostrategischen Gründen. Die Russen seien auf dem Balkan kurz vor dem Einmarsch und die Chinesen bauen Autobahnen und Häfen, so als gäbe es gar keinen Welthandel. Deshalb müssen die Länder auch alle möglichst schnell in die NATO. Leider hat die Volksabstimmung in Nordmazedonien was ganz anderes ergeben. Dort war das Ergebnis, dass eben das Quorum nicht erreicht wurde und auf keinen Fall eine Mehrheit sich für die Aufnahme in die EU oder in die NATO aussprach. Egal, Frau Mogherini, Herr Juncker jubeln trotzdem. Meine Damen und Herren, die EU muss sich gerade in der Westbalkanfrage auf ihre Wurzeln als Wirtschaftsgemeinschaft besinnen, endlich wieder vom ökonomischen Sachverstand leiten lassen. Die AfD-Fraktion sagt daher Ja zur privilegierten Partnerschaft des Westbalkans, aber auch klar Nein zu einer Vollmitgliedschaft. Die EU sollte den Menschen auf dem Westbalkan reinen Wein einschenken.
Der Westbalkan ist weder ökonomisch noch rechtsstaatlich reif für einen Beitritt. Wer von einer Beitrittsperspektive beginnend 2025 fabuliert, verweigert sich, so ist unsere Meinung, schlichtweg der Realitäten dort vor Ort oder hat, wie im Falle Junckers, in der Regel öfters wohl vernebelte Sinne, so nehmen wir an. Die AfD-Fraktion ist der klaren Überzeugung, die EU muss zunächst einige wichtige Probleme lösen, Brexit, die Frankreich-Krise, Streit mit den osteuropäischen Partnern, Euro-Krise, Griechenland-Krise, Transferunion, um nur einige zu nennen, sonst lösen wir die EU. Die nächsten 15 bis 20 Jahre ist ein Beitritt des Westbalkans illusorisch und weder im Interesse der EU noch im Interesse Deutschlands. Und die Interessen Deutschlands stehen für meine Fraktion, die AfD-Fraktion, immer an erster Stelle. Vielen Dank. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Florian Harner.